Und ich sehe dann jedes Mal einen Haufen Polizeieinsatz, Feuerwehreinsatz oder Sanitätereinsatz, weil entweder beim Zappe oder wenn ich reinfahre zum Peters, da war ich da wohne ich im Seck. Jetzt wollte ich mal fragen, wer zahlt den ganzen Einsatz? Also ich weiß nicht, für 16 Leute abzuschieben. Normale Polizei, berittene Polizei, Hundestaffel und dann noch eine andere Einheit. Nur für 16 Leute, die beim Peters einen Scheiß gebaut haben, in Anführungsstrichen, weil wir von der Siemensstraße, wir arbeiten an einem SPD zusammen, sozialpsychologischer Dienst, wir sagen, kommst vorbei zu den Leuten, aber keiner kommt rein. Wir haben immer dieselben Leute, die dort sind, aber keine neue. Und ich meine, Integration schaut anders aus, oder? Aber wie gesagt, wer zahlt den ganzen Einsatz von dem Großeinsatz, der war vor 3 Wochen da war. Es war die Ausgangsstraße gesperrt, die Wirtschaftsstraße war gesperrt und der Staat war auch gesperrt. Ja, dass natürlich das Kräfte bindet im Allgemeinen, im gesamten Staatswesen. Das fängt an bei der Stadt, die Verwaltungshaushalte aufstocken muss. Da kann ich auch erzählen, wir haben vor kurzem eine Bürgerversammlung in Mühldorf gehabt. Und da wurden natürlich auch die Haushaltszahlen veröffentlicht. Und es ist also ein drastischer Anstieg in Mühldorf, was die Verwaltungskosten und die Personalkosten in der Stadt anbelangt zu verzeichnen. Das hat teilweise nicht nur mit der Unterbringung von Flüchtlingen zu tun, das hat auch mit anderen Kriterien zu tun, die in der Stadt eine Rolle spielen. Mühldorf ist ja eine Stadt, die gewachsen ist, ganz klar. Aber diese Dinge kosten natürlich alle Geld, das muss man wissen. Das ist eine ganz einfache Geschichte. Und die Zahlen, die da genannt wurden im letzten Jahr, 2016, da habe ich es im Kopf, da gab es von der BAMF irgendwann Mitte des Jahres, 2017, die Zahl von 24,7 Milliarden Euro, die für das ganze Thema Flüchtling, Zuwanderung, Integration ausgegeben wurde. Allerdings hat das BAMF damals nicht erläutert, wie sich die Zahlen zusammensetzen. Sie haben es einfach nur in den Raum gestellt. Also, ich lasse das jetzt mal so stehen und gebe mir mal zu bedenken, rechnen Sie es einmal auf 10 Jahre hoch.